Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter. Wir sind in der Vorschau von Legends of Keepers. Und ja, ich kann euch jetzt leider nicht sagen, welche Folgennummer das ist, aber ist auch nicht schlimm. Wir sind in Woche 24 und werden uns nach dem Intro entscheiden, ob wir Abenteuer machen oder Veteran. Ich würde sagen, bis gleich. So, da sind schon die dicken, fetten Trommeln für den nächsten Angriff sozusagen. So, Abenteuer, was sagt uns das? Oder Eishölle, Festung, Eishölle. Normal oder schwer? Schwierigkeit, ein Schwert oder drei Schwerter? Ich glaube, drei Schwerte schaffen wir dann nicht, oder? Katastrophe, Ruhezimmer, Helden. Ja, ich kann es jetzt nicht da anklicken, weil dann ist verschwindet das. Belohnung, gibt es eine Falle oder ein Artefakt? Geld, Geld. 85 bis 125 Geld gibt es natürlich beim ersten bei der Festung mehr. Ich glaube, wir gehen erst noch mal auf die Festung hier. Vorbereitungsphase, machen wir das dann mal. So, was machen wir hier als kompletten Schaden? 10 Moral weniger. Kann man sehen, was die hier haben? Ja. Aber Moral sieht man nur an den Balken. Ne? Wie hoch die ist, sehe ich jetzt gerade nicht, oder? Hinten 48 Körperschaden. 22 Feuerschaden. 185. Ja. Der Ofen macht 15 Feuerschaden. 25, 60, okay, das mit dem Feuerschaden ist hier jetzt vielleicht nicht angebracht. 40 Naturschaden wendet Gift an vorne. Das ist alle Bereiche, das ist auch alle Bereiche. Naturschaden 10 wendet Gift 2 an. Ich würde jetzt sagen, wir machen die Giftwolke, oder? Kreissäge 10 Körperschaden wendet Bluten an. Wie viel sind denn hier so die Werte? 310, 185, 280. Das sind schon starke Kämpfer, ne? Hier haben wir auch alle Bereiche. Minus 10 Moral wendet Demoralisieren an. Minus 10 Moral im nächsten Zug. Verursacht der Schaden und Moralverlust um 30% erhöht. Naja, aufgebracht. Alle meine Leute, oder? Nee. Machen wir. Also machen wir Knochenkatapult. Geht die Moral runter. Und demoralisiert. Ich würde das hier machen. Machen wir das. Nächster Schritt. Ach, hier ist noch der Ring, ne? Naja, okay. Jetzt setzen wir hier drei Leute dagegen. Der Tank 120, also die sind jetzt keine Dollen, ne? 100. Wir müssen da mal gucken, dass wir die Werte hier mal ein bisschen hochkriegen. Der kommt schon mal dahin. Tristan. Und den probieren wir jetzt mal hier auf Position 2. Wir hatten der Wert 100 auch. Und hier haben wir 8 Naturschaden, 8 Moral abziehen. Und hier vorne hatten wir noch einen Körperschaden hinten, vorne. Der vorne und er hier. Ach so, da. Mitte und hinten. Naturschaden, Moral. Dann nehmen wir den noch dazu und gucken uns das so an. So, zweite Runde ist dann diese. Da machen wir mal ihn hier nochmal rein. Dann haben wir hier einen Bogenschützen. Der wendet auch Gift an, ist aber relativ schwach. Moral runter, demoralisieren, machen wir den hier nochmal. Und hinten haben wir La. Körperschaden wendet kaputte Rüstung an. Rüstung um 40 reduziert. Rüstung sehe ich jetzt hier gerade nicht. Da 35. Pfeil und Bogen.
Machen wir da nochmal Pfeil und Bogen auf 3. Haben wir. Und hier können wir nochmal eine Falle machen. Körperschaden, wenn er Bluten an. Feuerschaden, war hier schlecht. Vorne das Gift weg. Ich mach mal hier den hin. Und weiter geht's. Und dann sind wir schon durch. Ja, dann schauen wir uns das hier jetzt an. Alle werden vergiftet. Fast nichts runter sozusagen. Der erste Kampf. Der hat schon ordentlich einen draufgekriegt. Wieso steht denn der hinten? Müsste der nicht vorne stehen? Ach, das wurde eben wahrscheinlich per Zauber gedreht, kann das sein? Bereich 8 Naturschaden. Okay. Spalter vorne. 15 Moral runter. Machen wir erstmal so. Aber das ist auch kaum was Moral runter, ne? Das ist in der Mitte. Hinten der Eisschaden mit 30. 10 Moral runter. Ich nehme den. So, jetzt kommt der Gegner. Und der fällt gleich schon um. Alle drei hat es erwischt. Zwei davon sofort. Ja, das sieht nicht gut aus, ne? Flammen des Zorns, 56 Feuerschaden vorne. Was haben wir hier? 11 Naturschaden, 11 Moral, alle Bereiche. Und wir sind langsam. Machen wir das mal. Okay. Todessehnsucht. In der Mitte. 42 Eisschaden. Und hinten. Tendenziell neige ich gerade zur Mitte. Da kommt ein Pfeil. Die zweite ist dann auch hin. Jetzt haben wir nur noch ihn hier. Und der ist kurz vorm Sterben. Jetzt kann er noch einmal was machen. Ne, dann machen wir den. Dann kann der vielleicht. Hat er keine Moral und haut ab. Okay, mit der Moral müssen wir mal mehr machen. Da kann man richtig gute Dinge wohl tun, ne? Okay, hier gibt es noch einen Zauber. Vorne 66 Feuerschaden. Vorsatzschaden und Moralversuch um 30 erhöht. Und hier haben wir alle Bereiche Moral runter. Zack, Moral. Gut, nächste Runde. Okay, das Skelett ist sofort weg. Das war ja schon mal nicht so dolle. Hinten 30 pro. Okay. Machen wir das. Das war nicht so schlecht, denke ich. Nächste Runde. Spalter. Körperschaden vorne oder Moral hinten. Nee, dann machen wir den mal. Kommt wieder ein Fall. Skelett ist weg. Okay, jetzt geht es ein bisschen besser. Spalter ist wieder vorne. Moral wäre bei beiden. Ich mache den Spalter. Okay. Zweite. Hat noch einen Schaden nachträglich gekriegt. Sehr gut. Und ja, nochmal den Spalter. Wollen hoffen, dass wir noch eine Runde schaffen. Dann ist er vielleicht auch hier schon erledigt. Aber das sieht nicht gut aus. Schade. Gut, dann gibt es hier nochmal Gift. Aha, fast gewesen. Naja, das kann jetzt nicht mehr viel sein, ja. Okay, er macht einen Angriff auf ihn. Oh, der war gar nicht mal so schlecht, ne? Peitschenhieb vorne brauchen wir jetzt nicht. Vorne Moral weg. Ne, wir machen den mittleren hier. Dann ist der vordere nämlich wohl weg. So, jetzt müssen wir nur noch den da hinten hinkriegen, ne?
Peitschenhieb vorne. Ich habe nur vorne, ne? Das ist doof. Ist denn vorne auch jetzt eher da hinten? Ja, gut. Dann ist es das gleich gewesen. Und noch einmal den Peitschenhieb, dann war es das. So. Helden getötet, 11 Blut, Helden verwundet, 5. Dungeon verteidigt, 116. Hier gibt es jetzt die Belohnung, ein Wurfdolch. Vorne gibt es den. 30 Körperschaden wendet Blut an. Verfluchtes Prisma wendet Elementarschwäche an. Resistenz um 20% reduziert. Und hier sind dressierte Ratten für den hinteren. Naturschaden 30 wendet Gift an. Also ihn ist jetzt vielleicht nicht schlecht, aber da müssten wir mit anderen Sachen noch kämpfen. 30 Naturschaden, 30 Körperschaden, wendet Bluten an. Das ist vorne, das ist hinten. Ich glaube, wir machen den. Okay, Woche 25 kommt dann. Da gibt es jetzt natürlich Moralverluste. Jetzt haben wir Händler oder Doktor. Wie viel Geld haben wir? Oh, Geld haben wir genug, dann machen wir Händler. Gigs 50. Der hat 60 und er hier hat... Ach so, elektrische Spule ist das. 70. Was macht die denn hinten? 30 Luftschaden, wenn er schwach gegen Luft an. Springt einmal zu einem zufällig anderen Helden über. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an, ne? Kaufen. Ach so, und jetzt müsste ich das erneuern. Verbündeter Goblin-Trommler. Bereich 18 Luftschaden, das war die Falle. Das ist 18, wenn er aufgebaut auf einem Monster. Das ist immer alle Bereiche. Das hier ist hinten und vorne. Hinten Körperschaden 35. Ich würde jetzt den nehmen. Und dann mache ich für 20 würflich mal neu. Das haben wir schon, das Knochenkatapult. Skelett 90 und der Skelettkultist hat hier 50. Vorne 12 Eisschaden, 32 Moral runter, 8 Feuerschaden für alle Bereiche und 8 Moral runter. Er hat 60 Feuerschaden hinten, 30 Moral weg. 9 Moral auf alle, wenn er den Moralisieren an. Der hat 1960. Ich nehme den noch. Und hier die Moral da oben, die ist natürlich cool mit 32 runter, ne? Ich glaube, den kaufe ich auch noch. Das Katapult brauche ich nicht. Sollen wir nochmal würfeln hier 30 runter? Komm, einmal geht noch. Gnoll. 50 Körperschaden, wenn mit Bluteten an. Monster hinter Skelettsoldaten leichten 15% weniger Schaden. Und er hier hat vorne 30 Naturschaden, Panzerhälter. Durch Angriff erlittene Schaden um 20, erhält 15 zu allen Resistenz pro Monster der Gruppe, das ihm aufgebracht profitiert. Ja. Also das ist eine passive Geschichte hinter dem Skelett. Das würde bedeuten, dass ich den in die erste Linie stellen müsste. Das machen wir jetzt. Und ich glaube, dann lassen wir das mal gut sein. Die 70, die behalten wir für die nächste Runde. So, Woche 26. Der Händler kauft dieses skrupellosen Händlermonster und fallen ab zu wenig Ressourcen. Okay. Geschäftsreise oder Ereignis. Wähle einen Angestellten, der die Vertriebsabteilung während eines Geschäftsreise beschützt.
Kümmere dich um Probleme im Büro und im alltäglichen. Na, das ist jetzt hier. Ich nehme mal das. Gute Neuigkeiten. Der Vorstand hat erklärt, dass die Company zu zusätzlichen Mitteln in Form einer Falle, einer Rekruten oder einem Bart zukommen lassen kann, weil das vergangene Jahr so gut gelaufen ist. Falle? Geld. Geld wert 200. Ich würde gucken, dass ich vielleicht ein gutes Monster noch kriege. Techniker zu wenig Ressourcen, ne? Ja. Heiligtum. Eine herrlich finstere Zeremonie, die den Abenteuer das Leben schwerer macht. Hört sich gut an. Geschäftsreise wäre, ich mach mal das hier. Der Liturg wartet auf eine Anweisung und Opfergaben, um mit dem Ritual beginnen zu können. Welche Fluch wirst du den Menschen in den nächsten Monaten erleiden lassen? Steht hier auch Name, ne? Tränen. Blut und Tränen. Blut. Demoralisiert, minus 15 Moral im nächsten Zug. Verwundbar, erlittener Schaden um 30% höher. Und hier ist Bluten, 15 Leben beim nächsten Zug. Schwierig, ne? Tendenziell neige ich zu dem hier, ne? Und weiter geht's. Alchemist-Ereignis. Blut oder Tränen in andere Ressourcen umwandeln? Nee, brauche ich jetzt nicht. Machen wir nochmal das Büro. Die Arbeitergewerkschaft hat eine Forderung gestellt, ein anonymer Kastenvorschlag von Angestellten, auch wenn sie nicht schreiben können, erhöhen diesen einfachen Geste die Moral. Allerdings brauchen sie nicht zu wissen, ob das im Vorschlag direkt im Müll landet. Eine Motivation für alle verfügbaren Monster. 50 geht. Machen wir. So, und dann sind wir in der Woche 29. Da gibt es Champion und zweimal Veteranen. Champion werden wir so oder so nicht gut überstehen, denke ich mal. Und die Veteranen, die sehen dann schon besser aus. Hier gibt es einen Meisterbonus, da gibt es eine Falle. Dann würde ich schon hier sagen, den Meisterbonus. Aber das, denke ich, machen wir in der nächsten vorgestellt. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen, aber eins noch. Aber ob wir dann noch weitermachen, weiß ich nicht. Müssen wir dann mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.